Wir sitzen mal wieder im Auto. Das ist nämlich unsere neue Lieblingsbeschäftigung, weil viele Sachen müssen erledigt werden. Wir gucken heute Morgen die zweite Highschool an für meine Tochter. Die letzte war schon sehr, sehr vielversprechend. Die hat uns sehr, sehr gut gefallen. Aber man muss sich ja so ein paar Eindrücke holen und wir gucken uns noch zwei andere Schulen an. Heute, wie gesagt, die andere. Und super interessant, da mal einzutauchen und ich bin gespannt, was es da so gibt. Wir haben vorhin so einen Truck, der ist nicht so vertrauenserweckend. Da wippt und wibbelt alles rum. Ich bin froh, wenn wir hier heil ankommen. Weil die Trucks sind hier irre groß und mir gefällt nicht, wie das Brett da rumwippt. Aber guck lieber mal, wie die Natur und wie die... Mein Mann sagt, ich soll mal mehr auf die Natur gucken. Ah, Ponys da. Ja, hier geht's los. Hier sind wir jetzt praktisch mehr im ländlichen Bereich, so wie ich es mag. Wir lernen gerade die Gegend so ein bisschen mehr kennen, hier sind noch viele Pferde, aber wie ihr wisst, ist mein Endziel, so ein bisschen ländlicher zu wohnen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal die Gegend hier kennenlernen, auch wo kann man momentan gut was mieten. Wir waren gestern das erste Mal beim Friseur. Das habe ich schon erzählt. Oh. Das kam im letzten Video schon. Du hingst hinterher. Auf jeden Fall, ja, gucken wir uns jetzt die zweite Schule an und ich freue mich. Mal sehen, wie die ist. Aber ich denke, gut. Jetzt sind wir bei der nächsten Schule angekommen. Sieht auch sehr, sehr groß wieder aus. Alle Schulen hier mit Wappen, wie man das aus den Highschool-Filmen kennt. Und ja, die nächste Schule gucken wir uns jetzt an. Dann gehen wir mal rein und dann halten wir uns später natürlich auf dem Laufenden. Ganz klar. So, jetzt waren wir kurz zu Hause in Anführungsstrichen und die zweite Schule hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Die Schulen haben alle so kleine Unterschiede, auch je nachdem, was man für Fächer wählen möchte. Und da muss man natürlich gucken, was man will. Es gibt immer überall ein Haar in der Suppe, denken wir. Perfekt gibt es sowieso nicht. Aber das hat schon mal auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, fand ich. Die Schulen sind hier generell sehr groß zum Teil, ein bisschen größer als in Deutschland. Es gibt weniger Schulen, diese Schulen, die es dann gibt, sind relativ groß, aber hat einen guten Eindruck gemacht. Und jetzt, was machen wir jetzt? Househunting. Jetzt machen wir Househunting. Jetzt gucken wir uns ein Haus an. Ich habe ja schon mal tausendmal gesagt, dass der Häusermarkt hier sehr heiß ist und es wenig Häuser zur Miete gibt. Aber jetzt gucken wir uns eins an und ich freue mich. Mal gucken. Es ist ja so ein anderes Land, völlig andere Häuserschnitte und wir nehmen, was wir kriegen. Wir nehmen, was wir kriegen. Gleich so eine Baracke nehmen wir, kein Problem. So, wir gucken mal. Wir wissen, uns ist klar, dass wir haben hier nicht sofort die Möglichkeit, jetzt unser Traumhaus zu mieten. Das ist uns total klar. Wir haben unsere Ansprüche runtergeschraubt, weil letztendlich jammern wir hier auf dem echt hohen Niveau. Erstmal müssen wir Fuß fassen. Wir müssen erstmal Fuß fassen und wir schauen einfach mal das Haus an, ob es in Frage kommt von der Größe auf jeden Fall. Das Exposé sah gut aus. Ich habe die verloren. Ich weiß gar nicht, welches Haus wir angucken. Das ist das Haus. Die sehen doch alle gleich aus. Ich finde, die Häuser sind hier alle sehr, sehr ähnlich, weil ich glaube, zurzeit für Familien ein bestimmter Style hier einfach angesagt ist. Deswegen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen außerhalb und aber in so einem, wie nennt man das, in so einem kleinen Wohngebiet. Ja. Was ich liebe, nämlich nicht. Wir gucken erstmal hier, wie gesagt, jetzt ist das Orientieren angesagt, die Orientierung und ja, man muss immer sehen. Auf der Seite sind schon mal richtig tolle Hügel, hier ist es auch sehr, sehr schön ländlich. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald mal unseren Wagen kriegen, weil momentan sind wir noch auf Rental. Und meine Zuschauer wissen gar nicht, was du meinst, was habe ich noch gar nicht erzählt. Wir sind noch voll auf Mietwagen. Also, wir fahren jetzt hier seit Tagen mit einem Mietwagen rum. Nee, mit einer bestimmten Dritte. Wir fahren seit Tagen mit dem dritten Mietwagen rum. Ist es so? Mein Mann achtet. Das ist falsch. Das ist der dritte. Ich muss hier immer so korrekt reden. Also, wir haben jetzt den dritten Mietwagen innerhalb von 4 Tagen, weil wir jetzt ein Auto haben, was jetzt demnächst ankommt sozusagen. Und das ist dann unser eigener Wagen hier und damit fahren wir dann letztendlich rum. Und da haben wir auch einen schönen Wagen gefunden, der uns alle beherbergt, weil wir sind ja 5 und
In den USA sind die, kann man gut große Autos bekommen. Das ist nicht so das Thema. In Deutschland ist es ja öfter das Thema, passen alle Kinder rein, Kindersitze montieren, düdüdü. Das ist hier nicht so das Thema. Hier gibt es richtig große Autos. Ja, mit Pampers Bomber. Jedenfalls ist es hier nicht so das Problem, große Autos zu finden, was für uns als Familie, unsere Familie ist jetzt nicht so riesig, aber sie ist schon mit 5 Leuten, hatten wir in Deutschland irgendwie immer so 3 Wagen zur Auswahl, die wir nehmen konnten. Und das ist hier natürlich ganz was anderes, was uns sehr entgegenkommt. Ja, und jetzt, wie gesagt, fahren wir zum Haus. 26 Grad. 26 Grad, richtig schön. Und ich hoffe, ihr habt auch gutes Wetter. Aber ich habe gehört, dass das Wetter bei euch auch schon sehr, sehr gut war. Mit 21 Grad und Sonne ist ja super. Okay, die Kamera lasse ich natürlich während der Besichtigung im Auto, weil ich das nicht schön finde. Wenn man sich zum ersten Mal sieht, habe ich schon 1000 Mal gesagt, ich bin dann immer auch ein Fan von, ja, Diskretion. Diskretion, das versteht ihr natürlich. Ihr versteht das hier auf meinem Kanal. Aber hinterher berichte ich euch wieder und ich bin gespannt. Vielleicht wird das ja unser Zuhause. Vielleicht wird es unser Zuhause. Mal sehen. Auf jeden Fall drückt die Daumen. So, wir haben jetzt das erste Haus besichtigt. Das war gar nicht unseres. Das war auch so ein bisschen, ja, nicht zu klein. Doch, es war zu klein, ne? Ja. Das war zu klein und es war auch nicht unser Ding. Also, da haben wir uns nicht drin gesehen, aber heute Abend haben wir noch eine Besichtigung und morgen nochmal. Mhm. Und das sah schon von den Bildern auch her ganz anders aus. Trotzdem super zu sehen, auch mal wieder die Sachen, die man nicht möchte oder die nicht in Frage kommen für einen. Und ja, es geht also weiter. Das war es nicht, obwohl es von außen sehr, sehr schön war, von der Wohngegend auch völlig okay. Hat mich persönlich so ein bisschen an Desperate Housewives erinnert, wer das noch kennt von früher, diese Serie. Und ja, aber wir gucken mal. Jetzt haben wir eben gerade noch mal ein bisschen einkaufen, weil wir gleich was kochen wollen. Ja, es geht also weiter. Und für heute Abend ist ein Sturm angesagt. Hat uns unsere Maklerin gesagt, dass wir so ein bisschen aufpassen sollen, weil, was sagte sie? Versteckt euch in der Badewanne, es ist Tornado-Saison. Und wir so, sie meinte, ich will euch keine Angst machen, aber immer bedenken. Aber bei Martina hat es dann gewirkt. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin... Mir ist das egal. Mein Mann ist das egal mit den Stürmen, aber ich habe davor ganz großen Respekt, weil der Kleine hier, dieser kleine Sturm da, nee, es war kein Sturm, dieses Gewitter am Morgen war schon so gewaltig. Wir befinden uns halt in der Tornado-Saison, da kann es natürlich sein, wenn irgendwie Warmfronten auf Kaltfronten treffen, dass das auch mal dann zu einer Tornado-Bildung kommt. Sie meinte, ist nicht ständig so, kann aber passieren. Und naja, wir haben ja auch keinen Tornado-Shelter und es ist alles hier ohne Keller gebaut. Ich glaube, dass einige Leute einen Tornado-Shelter haben, die auf dem Lande wohnen. Ne? Die verkriechen sich dann in ihrem Ding in der Erde. Wir haben sowas nicht. Unser Haus ist aus Holz und das ist klar, was mit solchen Häusern passiert, die dann vom Tornado getroffen werden. Obwohl, es gibt ja auch da Abstufungen. Nicht jeder Tornado ist ja auch so zerstörungswütig. Ich muss mir das einreden, weil sonst kann ich... Es gibt nette und es gibt nicht so nette. Ich sag nur, dass ich das uncool finde. Das ist so eine Sache, die mir auch ehrlich gesagt richtig Angst macht. Weil Wetter sollte man nie unterschätzen. Und wer meint, vor dem Wetter keinen Respekt haben zu müssen, der kann sich umgucken. Mein Mann ist da sehr entspannt. Ich gebe zu, ich bin da nicht entspannt. Ich habe von Naturgewalten sehr großen Respekt. Dafür bin ich unentspannt, was Haus und Schule und mein Mann ist total unentspannt bei den Haus- und Schulgeschichten. Er ist total aufgebracht und da bin ich auch so, ja, es wird sich alles finden. Das kommt alles so, wie es soll. Und du hast es mit den Tornados. Aber da bin ich ein bisschen mehr, muss ich sagen, ja, weiß ich nicht. Das ist für mich so eine Sache. Das macht für mich so, das nicht so attraktiv, auch hier zu leben. So, ich finde das schon krass. Stell ihn nicht an, weib! Aber gut, hier kracht ja auch nicht ständig ein Tornado rüber, aber es ist eine Sache, vor der ich riesen Respekt habe. Aber vielleicht wird das ja auch nicht so schlimm, ne? Aber wenn man... Nein, es gibt ja die lieben Tornados. Die haben uns ja ausgedacht. Oh Gott, nein. Aber trotzdem, ich habe jetzt keinen Bock, in sowas reinzugeraten am 4. oder 5. Tag hier in Tennessee. Deswegen schauen wir mal. Aber es ist was angesagt. Und ich wollte mir mal jetzt diese Tornado-App auch runterladen. Aber ich nötige meinen Mann dazu, uns diese Tornado-App runterzuladen.
das kann ja nicht schaden. Weil sie meinte, ja, mach den Fernseher heute Abend an, da kann man so ein bisschen verfolgen, wie der Sturm auch zieht. Und wir so, okay, wie geht unser Fernseher an? Wir hatten den Fernseher noch nie an. Wir sind sowas von unvorbereitet. Aber es gibt so Tornado-Warning-Apps, die kann man sich runterladen, die will ich sofort haben, damit ich weiß. Ich meine, wenn der Tornado durch meinen Vorgarten zieht, dann werde ich das schon merken. Lass uns mal das Thema wechseln. Das Wetter ist super. Das Wetter ist super, genau. Noch ist das Wetter super. Wir haben die Kiste voller Essen. Wir melden uns dann zurück, wenn es wirklich so weit ist. Wir melden uns zurück. Wir sind hier live im Tornado. Das ist so ein freundlicher Tornado. Oder auch nicht. Martina, nimmt euch mit. Machst du dich jetzt über mich lustig, weil ich Angst vor Tornados habe? Ich glaube, jeder hat Angst vor Tornados. Du hast keine Angst vor Tornados. Nein. Ja, warte mal heute Abend ab, du. Egal, ich will nicht pessimistisch sein. Wie gesagt, das wird alles nicht so schlimm. Wahrscheinlich lachen sich dann die Leute tot über uns, weil wir Deutschen über dich. Schon... Über dich. Natürlich nur über mich, klar, weil die Deutschen dann voll Schiss haben. Ich stehe draußen mit so einem Regenschirm. Ich hocke die ganze Nacht unter der Treppe. Man soll ja unter die Treppen gehen oder in Räume gehen, die irgendwie abgesichert sind. Ich habe gehört, wenn man kein Tornado-Shelter hat, soll man sich unter die Treppe retten, warum auch immer. Man soll mit einer langen Stahlantenne rausgehen, habe ich gehört. Nackt. Ja, genau. Nein, wir witzen hier so rum, aber ja, man wird ja wohl Respekt haben dürfen. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Bis später. So, Househunting die zweite. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt im letzten Video schon gesagt habe. Wir gucken uns jetzt das zweite Haus an. Das erste Haus war nicht so für uns. Das war uns tatsächlich zu klein. Ne? Mhm. Das sah von außen super aus, aber es war von innen sehr gedrungen und wir hatten tatsächlich ein Schlafzimmer zu wenig, obwohl wir jetzt da auch Abstriche machen würden für den Übergang. Aber die vorhandenen zwei Zimmer waren halt so klein, also fast ein Teenager und mein Kleinster dann zusammen auf so kleinem Raum, dass... Das geht nicht gut. Ja, das heißt, das geht nicht das gut. Ich meine, früher haben wir alle, früher wurde nur so gewohnt. Ich meine, man hat ja mittlerweile so hohe Ansprüche. Ich meine, ich bin auch zum Beispiel jetzt nicht so. Wir sind noch damals mit Kartoffeldecken durch die Straßen gelaufen. Nein, aber ich bin tatsächlich wirklich nicht so. Wie heißt das? Wir ich mussten uns noch die Hände waschen mit nackten Gott, Füßen. Nein, ich musste mir nicht die Hände waschen mit nackten Füßen. Ja. Wo sagt man das denn? In Elmshorn? Hey, hör auf, Elmshorn zu beleidigen. Ich beleidige nicht Elmshorn. Aber ich möchte sagen, dass generell auch in Europa die Ansprüche relativ damals hoch sind. Damals haben wir uns noch im Fluss gewaschen und aus dem Fluss getrunken. Mein Mann ist so geil. Mein Mann ist im großen Haus aufgewachsen, das merkt man. Aber ich finde es zum Teil nicht schlimm, wenn man irgendwie, wenn sich mal zwei Kinder das Zimmer teilen. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, hat noch keinem geschadet, mal was zu teilen. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Wir wünschen uns natürlich für jedes Kind ein Zimmer letztendlich. Deswegen war uns das ein bisschen zu schmal und ein bisschen zu, ja, ein ganz, ganz Mini-Garten. Wirklich nur so ein... Ja, nee, so ein Handtuchgarten war es nicht. Es war schon so eine, man kann da grillen und sitzen, aber es war nichts. So, jetzt gehen wir zur zweiten Besichtigung. Was piept hier eigentlich immer so? Weiß ich nicht, aber wir müssen jetzt mit ganz vielen um den Topf kämpfen. Ja, also heute ist offenes, wie nennt man das, Open House. Das ist halt so... Offener Kampf. Offener Kampf, alle kommen auf einmal. Das kennt man aber auch aus Deutschland, das gibt es bei uns auch öfter. Auf das Schleimen fertig los. Auf das Schleimen fertig los. Mein Mann ist... Du kannst ja auch mit jedem gut, also muss ich ehrlich sagen. Also wir schleimen da bestimmt nicht rum, aber wir haben schon Fotos gesehen. Wir haben schon Bilder gesehen und wir sind amused, obwohl es schon wieder in so einer, wie nennt man das? Es ist auch schon wieder so in... Zu eng für dich. Zu eng für mich? Ja, es, aber alles ist zu eng für mich. Ich bin doch eine sehr freiheitsliebende Person und ich liebe große Grundstücke. Weswegen ich ja auch hergekommen bin. Mein Mann hat mich gelockt mit der Weite Tennessees. Und was ist jetzt? Jetzt kämpfen wir hier um Handtuchgrundstücke. Na egal, nein. Es ist ja einfach nur für den Übergang. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Sorry, wenn ich mich da wirklich wiederhole. Aber ja. Und dann wollen wir mal sehen, wie es ist. Wie viele Menschen da kommen und unsere Maklerin hat schon gesagt, ey, wenn es euch gefällt, dann fackelt nicht lange. Wobei man jetzt beachten muss, dass bestimmte Häuser auch zu bestimmten Schulen gehören. Und meine Tochter sagte schon, dass sie gerne auf die und die Schule möchte.
wir können nur bedingt darauf Rücksicht nehmen. Wir sind gemein, ne? Oh, die Sonne ist richtig hart jetzt hier. Wir haben 26 immer Grad. Was zu meckern. Ich mecker nicht. Tornado, nein, die Sonne. Der Tornado. Jetzt ist alles zu eng. Haben wir eine Tornado-Warnung für heute Abend? Nein. Aber hast du das wenn, gelesen? Dann würde ich es nicht sagen. Hast du was gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Warum hast du es nicht gelesen? Weil mir das zu nervt. Also für heute Abend sind Unwetter angesagt. Und ja, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Das Land ist zu groß, das Haus ist zu klein, die Tornado ist zu stark, die Sonne ist zu shiny. Was ist denn los mit dir? Die Sonne ist nicht zu shiny. Aber ich bin noch in der Akklimatisierungsphase. Man wird ja wohl noch mal was sagen dürfen. Wir gehen jetzt hier das Haus angucken mit 1000 anderen Bewerbern. Wünscht uns Glück. So, ich sitze hier wieder auf der Terrasse. Wir sind jetzt wieder nach Hause gekommen und ich wollte euch ja noch erzählen, wie das Haus war. Das war ja das zweite, was wir besichtigt haben und ich war richtig begeistert und mein Mann auch. Also richtig klasse, das hat uns richtig, richtig gut gefallen. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Haus gewesen mit auf jeden Fall richtig Potenzial. Es ist nicht perfekt, so wie es ist, aber man kann richtig was draus machen. Und jedenfalls hat das Haus genug Platz und es hat uns super gefallen. Der Schnitt dieses Hauses ist auch sehr, sehr gut und es ist eigentlich super gut geeignet für uns. Das Haus ist total toll geschnitten und total gut geeignet für uns und wir haben gesagt, wir wollen das Haus gerne. Ich weiß jetzt nicht, was daraus wird. Unsere Maklerin kümmert sich jetzt darum, um die Einzelheiten. Mein Mann füllt noch ein paar Formulare aus und dann hoffen wir, dass wir dieses Haus bekommen. Also mal die Daumen drücken. Aber wenn nicht, dann soll es nicht sein. Ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ja, und außerdem haben wir morgen Abend noch eine Hausbesichtigung. Und es ist ein bisschen weiter draußen auf dem Lande. Cool. Und wir schauen mal, was wird. Ich bin da so voller Vertrauen irgendwie. Wir werden da landen, wo wir landen sollen. Und ja, also wir werden schon was zum Wohnen finden. Aber dieses Haus war wirklich sehr, sehr schön. Ich sehe uns auch in dem Haus schon, aber ich will das gerne noch morgen sehen, morgen Abend, weil dann hat man natürlich einen viel besseren Vergleich. Und ja, es zieht hier langsam ein Lüftchen auf. Ich zeige euch mal, wie es so ein bisschen weht. Ja, wir haben eine Sturm-, eine Tornado-Warnung. Super, habe ich ja schon erzählt. Ich werde jetzt auch gleich mal reingehen, weil die Böen werden jetzt schon so ein bisschen doller. Aber eigentlich total angenehm, ne? So 26 Grad und windig ist ganz cool. Und es ist meine erste Tornado-Warnung in Tennessee. Deswegen seht es mir nach, wenn ich ein bisschen schissig bin. Ist ja klar, wenn man nicht weiß, was einen erwartet, fühlt man sich irgendwie unwohl, ne? Und jetzt gehe ich rein und ja. Ich schneide schon mal ein bisschen das Video hier für euch und mal sehen, ich werde dann berichten, was so passiert heute Abend. Ich glaube, heute Nacht um 1 wird es wieder ruhiger, aber so von um 7, ich glaube, bis um 0 Uhr soll hier die Post abgehen. Yay! Und ich mittendrin. Oh. So, jetzt ist Folgendes. Wir haben jetzt hier Stromausfall. Again, you need to be prepared for very strong wind gusts tonight, hail, heavy downpours, lots of lightning, not to mention there could be embedded tornadoes along this line. No 70 miles an hour, that can do a lot of damage. So, man kann mich nicht sehen. Wir haben jetzt eine Unwetterwarnung und wir haben auch Stromausfall. Und wir gucken gerade so ein Tornado-Radar News-Update auf dem Handy. Und zum Glück sind jetzt keine Tornados gesichtet und es ist ein großer Sturm mit Blitzen und Donner. Jedenfalls ist der Strom ausgefallen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Bis jetzt geht's eigentlich. Blitze sind schon ganz schön krass. Aber jetzt heißt es einfach mal Ruhe bewahren und erstmal gucken, was kommt. Es ist natürlich unser erstes Mal, dass hier so ein Unwetter auftaucht. Ja, Donner kommt schon näher. Ja. Na gut, wir hören jetzt mal die News und dann warten wir mal ab. And also Marshall County, as well as Lincoln County, Moore County, to Giles County, as you can see in the eastern parts of Murray County and into Marshall County. But as Danielle's been mentioning, we're zeroed in on where this tornado warning is and circulations have moved just a little bit there, so I'm going to erase the... Mal kein Strom, ich habe mir das jetzt im Bad gemütlich gemacht, ich schmink mich gerade ab.
und es ist noch immer Sturm draußen. Ja, so sieht es hier aus, ne? Sind hier so ein paar Tornados unterwegs in der Nähe, aber nicht bei uns. Trotzdem scheint das so eine Sache zu sein, die sich schnell ändert. Deswegen, aber ich schmink mich jetzt mal ab. Und, ja, schmink mich einfach ab, mach mich mal Bett fertig, mal gucken, solange nichts los ist. That he's seen, but power out in that area. So, but again, what you're seeing here next to is approaching the Kittrell area. If we still have a circulation left, it's right there. It's along the windshield line. Whether you have circulation reaches the ground or not, you're going to have 60 to maybe 70 mile per hour winds pushing into that area. So, ich habe hier mein Kokosöl und schminke ich mich ab. Und dann hoffe ich, dass die Nacht entspannt wird. Wenn sie entspannt wird, melde ich mich nicht mehr. Ansonsten halte ich euch auf den Laufenden. Und nicht vergessen, der Frühling macht sich natürlich auch immer in der Küche bemerkbar. Meine 6 veganen E-Books findest du unten in der Videobeschreibung. Richtig tolle Rezepte sind dabei, also schau da mal näher rein. Das ist garantiert was für deine Küche. Und mich würde es sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Folg mir auch auf Instagram, betätige die Glocke. Und wir sehen uns ganz bald wieder.